B2B-Marketing und wie ich wirklich, wirklich, wirklich optimales Telemarketing mit E-Mail-Marketing verknüpfen kann. Und hierzu insgesamt 7 sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich habe hier einen Blogbeitrag für dich exklusiv zusammengestellt. Ja, hallo, ich grüße dich zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching und Consulting Services. Und heute geht es um das Thema B2B-Marketing und wie ich wirklich, wirklich, wirklich optimales Telemarketing mit E-Mail-Marketing verknüpfen kann. Und hierzu insgesamt 7 sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich habe hier einen Blogbeitrag für dich exklusiv zusammengestellt. Kannst du hier unten, habe ich dir den verlinkt, kannst du dir hier durchlesen. Ja, völlig frei und kostenlos. Und einen dieser Tipps, ja, einen dieser, der wichtigste Tipp überhaupt, ja, den habe ich dir hier mal kurz an die Tafel geschrieben. Und das ist das Gesetz der Reziprozität. Und ganz besonders möchte ich hier mal betonen, im B2B-E-Mail-Marketing, ja, wird dieses Gesetz wirklich, wirklich häufig völlig unter den Tisch fallen gelassen und unterschätzt. Ich weiß es aus meinem täglichen Leben, aus der Praxis, dass man der Meinung ist, weil man ja für, sagen wir mal, als Online-Marketer, ja, für so einen guten Brand oder für so eine gute Firma arbeitet, ja, sagen wir mal jetzt zum Beispiel in der IT-Branche oder in der Finanzdienstleistungsbranche oder wo auch immer, dass man das Gesetz der Reziprozität, ja, schon von vornherein erfüllt hat, schon allein nur deshalb, weil man einen sehr guten Brand, ja, eine sehr gute Marke sozusagen als Rückenwind, ja, hinter sich stehen hat, ja, was ja auch teilweise richtig ist. Wenn ich mich heute am Telefon melde und ich melde mich mit einem großen IT-Systemhaus oder mit einem großen IT-Hersteller oder Softwarehersteller oder Finanzdienstleister, dann ist der sehr häufig, gibt mir das schon fast den Vorteil, dass ich gar keine Kaltakquise mehr betreibe, sondern ich quasi allein durch die Marke, ja, hier schon einen Fuß in die Tür bekomme. Das kann natürlich passieren, aber what about the little ones, ja? Die vielen, vielen kleineren Systemhäuser, die noch nicht diesen Stellenwert haben, diese Marke, ja? Sogar die kleinen Systemhäuser oder kleine Dienstleister und Beratungshäuser, die selbst in ihrer Region noch nicht so bekannt sind, dass wenn ich jetzt mit einem neuen Gesprächspartner am Telefon mich unterhalte, ja, dass der sofort weiß, ah, die und die Firma kenne ich, ja, die sind gut, ja, also dass ich hier sofort einen Fuß in die Tür bekomme. Und hier muss ich eben das Gesetz der Reziprozität extremst in den Vordergrund stellen und das auch beim E-Mail-Marketing. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich als Marketer oder als Sales oder Vertriebler erstmal einen Mehrwert bieten muss, das heißt, oder anbieten muss zumindest. Das heißt, ich muss erstmal geben, bevor ich dann auch nehmen kann. Und das besagt das Gesetz der Reziprozität. Ja? Und wenn ich jetzt in meiner E-Mail oder meinem E-Mail-Marketing, ja, nichts wirklich hineinpacke an Inhalten, die einen tatsächlichen Mehrwert bieten, sondern nur Preise, Angebote oder irgendwelche Event-Einladungen, die sich kaum von den 20 anderen E-Mails, die ein hochwertiger, begehrter Entscheider pro Tag Minimum bekommt, unterscheidet, dann wird derjenige vielleicht meine E-Mail nicht einmal öffnen, geschweige denn lesen oder sich zu dem jeweiligen Event anmelden. So viel mal dazu zu dem Gesetz der Reziprozität. Ja, 6 weitere wirklich, wirklich wertvolle Tipps in meinem Blogartikel, den ich dir hier unten verlinke, wenn du das YouTube auf Video sehen solltest, das Video auf YouTube sehen solltest, sorry. Und dann
wünsche ich dir viel Erfolg in der Akquise. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao, ciao.